Brüder und Schwestern, liebe Gemeinde. Heute geht es unter anderem um Fußball. Die Kickers haben gewonnen, was jetzt nicht irgendetwas ist, was uns großartig überrascht. Aber der VfB hat gewonnen. 4-2, das überrascht uns natürlich jetzt schon. Und damit wären wir auch schon mitten im Thema. Also, dass mich das überrascht, ist natürlich das Ergebnis eines dieser Vorurteile, die ich über den VfB hege, nämlich, dass die praktisch jedes Spiel verliert. Gut, das ist ein begründetes Vorurteil, gebe ich jetzt zu, aber es ist ein Vorurteil und es wurde heute widerlegt. Ich würde trotzdem gerne, bevor ich über Vorurteile und vorgefasste Meinungen und diese Dinge, die so festliegen, schon vorher, bevor ich überhaupt irgendwas weiß, rede, würde ich gerne nochmal über das Evangelium reden. Ist immer eine gute Idee, mit dem Predigen beim Evangelium anzufangen. Aber ihr werdet merken, Fußball hat heute was mit unserer Predigt zu tun. Das Neue Testament erzählt uns ja das Evangelium, also das Euangelion, das die gute Botschaft, also die Erzählung von Jesus Christus, von dem, was Jesus getan hat, was Menschen mit Jesus erlebt haben, was in der jungen Gemeinde passiert ist, was da alles eine Rolle spielt. Das ist das, was das Evangelium uns erzählt. Das heißt, in den Texten des Neuen Testaments erfahren wir Dinge über Jesus und wir können Dinge über Jesus lernen. Das ist erst einmal ein Allgemeinplatz. Viel spannender ist etwas anderes. Es ist nämlich nicht nur so, dass wir etwas über Jesus lernen können im Neuen Testament, sondern das Neue Testament erzählt uns auch ganz viel über uns, über die Menschen, die damals dabei waren, wie die Menschen reagiert haben, wie die Menschen sind und vor allem erzählt uns das Evangelium, und das finde ich so spannend, immer wieder auch, wie wir heute sind. Das Evangelium erzählt mir oft Dinge über mich selber, oder anders ausgedrückt, wenn wir das Evangelium lesen, dann finden sich darin immer wieder Geschichten, die uns so einen Spiegel vorhalten, die uns zeigen, wer und wie wir sind. Und diese Geschichte, die wir gerade gehört haben, die Geschichte aus der Synagoge in Jesu Heimatstadt beim Markus 4, ist so eine Geschichte. Also diese Geschichte, wo Jesus in den Ort zurückkommt, wo er aufgewachsen ist, wo er wahrscheinlich seine Zimmermannslehre gemacht hat, wo man sich an ihn erinnert und wie er da in die Synagoge hineinkommt. Und das ist eine Geschichte, die spannend ist, weil Jesus auf einmal so ein bisschen vom Mittelpunkt wegrückt und so irgendwie, habe ich das Gefühl, am Rande dieser Geschichte steht und drauf guckt und voller Erstaunen sich umguckt und sagt, was um alles in der Welt geht hier eigentlich vor? Was passiert hier denn gerade? Das ist eine interessante Geschichte. Das ist eine interessante Geschichte, weil sie jedenfalls so, wie wir sie gerade gehört haben, ein bisschen anders ist als andere Geschichten. Was passiert denn normalerweise, wenn Jesus kommt? Wenn Jesus kommt irgendwo hin, kommen alle Menschen zusammen, es wird ganz eng und man kommt hier nicht ins Haus rein, man muss ein Loch ins Dach graben, damit man den Kranken runterlassen kann. Jesus wird so bedrängt, dass er zuerst ein Boot nimmt und über den See fährt und weggeht oder sich in die Wüste zurückzieht und selbst da folgen sie ihm. Also es kommen immer wieder Menschen zusammen. Und wenn es keine Menschen sind, die geheilt werden wollen, dann kommen sie und haben Fragen. Ja, und wenn man abends zusammenhockt, dann gibt es theologische Diskussionen, mehr oder weniger freundlicher Art. Ja? Und selbst mitten in der Nacht kommen sie noch, wenn sie tagsüber nicht kommen wollen. Das ist so. Thank you.
Also, das ist doch im Josef sei Jünger. Also, das ist doch der von der Maria, also wo man da die Geschichte gehört hat von wegen, man weiß nicht so gescheit, so recht, ja? Den kennen wir doch. Also, die ganze Familie kennen wir doch. Also, der hat doch Geschwister und Kinder seiner Schwester und seine Schwestern. Also, die ganze Familie kennen wir doch. Also, der soll jetzt predigen. Also, der soll derjenige sein, der da Wunder wird. Also, spannend. Ja? Und sitzt er da schon so drin mit so einer ablehnenden Haltung? Und das Evangelium sagt dann auch so, dass sie sich über ihn ärgerten. Sie ärgerten sich an ihm. Also so nach dem Motto, also muss man oder Zimmermann so hier predigen, also das finde ich jetzt nicht so toll. Hm? Komm, wir wollen mal in die Synagoge Gottesdienst und da predigt dem Josef Sayonger. Hm? Ja? Und er sprach: Ein Prophet gilt nirgends weniger als in seinem Vaterland und bei seinen Verwandten und in seinem eigenen Haus. Und er konnte dort nicht eine einzige Tat tun, außer dass er wenigen Kranken die Hände auflegte und sie heilte. Ich meine, das ist ja eine Geschichte von Vorurteilen, von vorgefassten Meinungen, von Dingen, die wir schon vom Vorhinein wissen. Also wo man schon vorne wissen, dass es genau so ist, wie ich denke, dass es ist. Diese Geschichte erzählt aber auch ganz deutlich, was passiert, wenn wir Vorurteile haben, wenn wir mit diesen Vorurteilen umgehen. Vorurteile beschränken den anderen, das ist es. Diese vorgefassten Meinungen, die beschränken den anderen, die machen den anderen klein. Sondern sie sind auch eine Festlegung auf das, was man sieht. Da weiß ich schon vorhinein, was man sieht. Und jetzt kommen wir zu meinem Beispiel. Also, ich habe es euch schon angekündigt. Das ist eine Predigt über Fußball. Ich gestehe, ich mache mich der Vorurteile schuldig. Also, ich mache mich der Vorurteile sogar sehr schuldig. Und zwar ganz extrem. Also, und ihr habt es wahrscheinlich schon erlebt, Susanne, du hast schon oft über dich ergehen lassen, eine unserer ganz großen Fußballfans dahinter, Kaiserslautern war das, gell? Senna, das passiert bei Vorurteilen. Ich weiß nicht einmal, von was ich rede, aber ich weiß genau, was für eine Meinung ich drüber habe. Weil ganz ehrlich, also es tut mir fürchterlich leid, Vorurteile, Fußball ist fürchterlich. Also, und noch schlimmer sind Fußballfans. Ich liebe Vorurteile über Fußballfans. Also, ich habe ein Problem mit Fußballfans. Ja? Die sind alle besoffen, sind alles grölende, hirnlose Idioten. Ja? Und es gibt nur eins, was schlimmer ist als Fußballfans. Weibliche Fußballfans. Oder schwule Fußballfans. Also, Schwule sollten eigentlich verboten sein, dass sie Fußballfans sind. Also, es geht gar nicht. Es geht gar nicht. Ich habe Vorurteile gegenüber Fußballfans. Ich habe absichtlich versucht, das Ganze jetzt ein bisschen ins Lächerliche zu schieben, weil ich will niemand hier wehtun. Ich weiß, für manche von euch ist Fußball wichtig. Aber viel wichtiger ist noch, dass ich den Menschen eigentlich bös Unrecht tue, wenn ich so rede. Ich schränke sie nämlich ein auf eine kleine Minderheit innerhalb dieser Gruppe, auf ein kleines Verhalten innerhalb dieser Gruppe und ich stecke sie alle zusammen in die gleiche Schublade und das Ergebnis wird sein, dass wenn ich einmal mit der Straßenbahn vom Leutzeheim fahre, ausgerechnet dann natürlich grölende, betrunkene Fußballfans in der Straßenbahn sind. Weil ich gar keine anderen Fußballfans sehe. Ich sehe sie ja gar nicht anders. Ja? Vor lauter Vorurteil kann ich ja die schönen Seiten von Fußball, die es ja auch geben soll, nicht sehen. Ich sehe eben kein Fest, wo andere offensichtlich eine Riesergaudi sehen und ein Riesenfest, wo sie hinfahren, wo sie dabei sein wollen, wo sie Energie tanken, ja? Wo sie offensichtlich Freude haben. Ich sehe nicht mehr die Freude, die Menschen erleben, weil ich nur noch dieses Ding sehe. Ich gehe ja schon gar nicht mehr in die Stadt, wenn so ein Fußballfest ist. Ja? Weil ich Angst habe, diesen Menschen, die ich ja schon von vornherein weiß, dass sie da sind, zu begegnen.
Und damit schränke ich ja nicht die Fußballfans ein, also die sind ja trotzdem da, sondern noch viel schlimmer, ich schränke ja mich selber auch noch ein. Also ich fessle mich praktisch daheim in meine Wohnung, damit ich nicht in die Stadt gehe, weil ich dort Menschen begegne, von denen ich gar nicht, also merkt ihr, wie das für ein verqueres Denkding ist. Ja? So ein Vorurteil, so eine vorgefasste Meinung, so ein, ich weiß es ja sowieso schon vorher, ist also nicht nur böse, weil sie anderen Menschen Unrecht tun, weil ich andere Leute in eine Schublade stecke, sondern es ist auch noch dumm, weil ich damit mir selber und meinen Möglichkeiten, Menschen zu begegnen, schade. Es ist also nicht nur böse, sondern auch noch dumm. Und es ist gefährlich. Es ist deswegen gefährlich, weil ich ja schon vornherein weiß, wie die Leute sind und dass sich daran auch nichts ändert. Also ich habe ja von vornherein schon beschlossen, dass sich daran nichts ändern wird und dann braucht sich daran auch nichts ändern und dann wird sich daran auch nichts ändern. Also nicht nur stecke ich die Leute und diese Fußballfans in eine Schublade, sondern ich schließe die Schublade auch noch zu und schmeiße den Schlüssel weg. Gehen wir zurück in die Synagoge von Nazareth, falls euch das Fußballfan-Ding ein bisschen zu nahe ist. Nicht nur, dass die Menschen Jesus nicht zugehört haben, schon bevor er irgendwas gesagt hat. Also es ist ja nicht so, dass sie gesagt haben, der erzählt jetzt lauter Mist und erzählt uns jetzt hier vom Häuslesbauer und vom Zimmermannshandwerk. Ja? Sondern sie haben es ja schon vorher gewusst, dass er ihnen nichts erzählt, wo sie zuhören müssen. Also nicht nur, dass sie nicht zugehört haben und deswegen auch nichts lernen konnten, sondern sie entziehen sich ja allen anderen Möglichkeiten, die passiert sein könnten oder hätten passieren können, dass sie verändert werden, dass sie geheilt werden, dass Jesus da ist und ihnen vielleicht irgendwas erklärt. Das findet alles nicht statt, weil die Menschen ihn nicht fragen, weil die Menschen nicht zu ihm kommen. Und daran liegt es auch meiner Meinung nach, dass Jesus niemand heilen kann und keine Wunder vollbringen kann. Es liegt jetzt nicht daran, dass auf einmal Jesus' Superkraft auf einmal weg war. Also bei Superman mit Kryptonit, ihr kennt das vielleicht aus eurer Jugend, gell? Dass hier irgend so ein strahlender Stein da ist und auf einmal ist die Superkraft weg. Ja? Gesundheit, Frau Schöckerle. Darum geht es ja gar nicht, dass auf einmal Jesus nicht mehr kann, sondern wenn keine Leute zu ihm kommen und sagen, hier Jesus bin ich, helf mir, heile mich, dann kann er auch nichts tun. Dann kann da auch nichts passieren. Also merkt ihr es, was ein Vorurteil, eine vorgefasste Meinung anrichtet. Er kann tatsächlich nichts tun, weil niemand kam, der sich etwas erklären lassen wollte, der sich heilen lassen wollte, die etwas erklärt haben wollte, die etwas lernen wollte und sich verändern wollte. Das sehen wir übrigens im Text auch, weil es steht ganz klar im Text und er konnte dort nicht eine einzige Tat tun, außer dass er einigen wenigen Kranken die Hände auflegte und sie heilte. Wahrscheinlich irgendwelche Leute aus dem Nachbardorf, die nicht wussten, dass er ja der Sohn vom Zimmermann ist und man gar nicht erst nachgegangen muss. Ja, zugezogene, eingeschmeckte. Es geht hier also nicht darum, dass die Menschen Vorurteile hatten und Unglauben und Jesus dadurch seine Kraft und seine Weisheit und seine Einsicht verloren hätte. Die bleibt nach wie vor da. Aber die Leute haben sich die Ohren verstopft und sich verschlossen und sind gar nicht erst gekommen und daher ist das passiert. Jesu Macht, Gottes Macht und Fähigkeit, die Dinge zu verändern, die hat sich nicht verändert. Um Gott zu sein, braucht Gott uns erstmal nicht. Gott will uns dabei haben, ja, aber er ist nicht abhängig davon. Jesus ist auch in Nazareth der Heiler und der Lehrer, der anderswo ist. Aber wenn niemand kommt, der teilhaben will an dem, was er tut, dann wird sich auch nichts tun. Unsere Vorurteile verhindern immer wieder selber, dass etwas geschieht.
Vorurteilung, Vorverurteilung, vorgefasste Meinungen, dieser ach so sichere Standpunkt, den wir einnehmen, ich weiß es ja, wie es ist, der ist das Gefährliche, der macht Veränderung unmöglich. Der beste Lehrer kann nichts lehren, wenn die Menschen nicht zu ihm kommen und zuhören, weil sie ja eh schon wissen, dass man ihnen nichts mehr beibringen kann. Der beste Arzt kann nicht helfen, wenn die Menschen nicht zu ihm kommen, weil sie eh schon wissen, dass er ihnen nicht helfen will, kann, wird. Und da sind wir jetzt wieder ganz bei uns heute. Warum machen die Leute denn das? Die Leute sperren sich ja nicht einfach nur ein, sondern ich glaube, sie sperren sich deswegen ein und Jesus aus, weil sie Angst haben. Weil sie Angst haben, da könnte ja was passieren, was ihre festgefahrene Meinung über die Familie vom Jesus, die man ja kennt, ja, da sind wir mal drunter auf der Straße, dass diese Meinung erschüttert wird. Sie kommen nicht, weil sie Angst haben, sie könnten sich vor ihren Freunden blamieren, dass sie nachgegangen hat und irgendjemand sagt, was, du warst bei dem Jesus in der Predigt, also du weißt doch, was das für ein Kerl war. Hä? Der hat schon in der Schule, also... Und es ist immer wieder die Angst vor Veränderung, dass da auf einmal jemand, den ich kenne, oder von dem ich vielleicht weiß, wer er ist, oder den ich nicht kenne, etwas sagt, was mich verändern kann. Es ist immer wieder Angst. Es ist immer wieder Angst vor Veränderung. Und das ist das, was wir, glaube ich, auch heute sehen, in dem, was passiert. Wenn wir uns die Flüchtlingsdebatte anschauen, da ist Angst die erste Regung. Angst, dass ich was verändern könnte. Angst, dass ich mich auf was Neues einlassen soll. Angst, dass es nicht mehr so ist, wie es gestern war oder vorgestern oder vor 2 Jahren. Das ist die eigentliche Angst. Und weil wir diese Angst nicht zugeben wollen, erfinden wir andere Ängste. Oh, das schaffen wir nicht von unserer Wirtschaft her. Eine von den stärksten Volkswirtschaften auf dieser Welt, klar, mit einer 0,2% Inflationsrate im letzten Jahr. Also, aber da haben wir Angst. Wir haben Angst, die könnten irgendwas tun. Die könnten irgendwas mitbringen. Und wenn gar nichts anderes mehr hilft, dann haben wir Angst vor dem Islam. Angst vor dem Islam habe ich immer gut. Wir wissen zwar nichts über den Islam, ja, aber wir können schon mal Angst davor haben. Also der Uli Keuler hat da so ein schönes Ding, ja, wenn er dann erzählt, wie die Islamisten da standen und die Demonstrationsschilder auf Arabisch auch leserlich machen. Ja, kann ja kein Mensch lesen. Ja. Also es ist diese Angst, die immer wieder den anderen schadet, weil sie sie in eine Ecke zwängen und die uns schadet und uns klein macht, weil wir auf die Menschen nicht mehr zugehen können. Und weil wir dann natürlich genau all das sehen, was wir sehen wollen. Auch das passiert ja heute. Wenn wir die Zeitung aufmachen, dann lesen wir jeden Tag wieder von irgendwas, ob es passiert ist oder nicht. Ob es genau so war oder nicht, ist vollkommen egal, aber wir sehen es. Und wir sehen die ganzen vielen, die irgendwann integriert sind und die einen Job finden und die weiterarbeiten und die teilhaben, die eine Ausbildung haben und dann vielleicht wieder heimgehen. All das sehen wir nicht, weil wir es gar nicht mehr sehen können, weil wir es gar nicht mehr sehen wollen. Weil unsere festgefügten Meinungen die Menschen einengen und uns dann selber schaden, weil wir nicht lernen können, nicht wachsen können, nicht verändern können. Und Jesus von Nazareth steht in Nazareth nur daneben und wundert sich über die Menschen, die so sicher waren, dass er nichts Gescheites predigt und gar nicht erst kamen. Und Jesus steht in Stuttgart in der Synagoge von Nazareth nur da und wundert sich über die Menschen, die so sicher sind in all dem, was sie haben, was sie wissen, was eh schon sicher ist. Die Menschen, die nicht zu ihm kamen damals, die hörten Jesus eben nicht von Gott erzählen und von Gott, der Liebe ist und von Gott, den man ansprechen kann und zu dem man sagen kann, Abba. Sie hörten ihn halt nicht reden von all dem, was alles durcheinander wirbelt, dass man eben keinen Tempel und keine Priester und keine
Organisationen braucht, die dazwischen treten, sondern dass wir das Vater unser so beten dürfen, jede und jeder allein und für sich und in eine Beziehung treten kann zu Gott. Das alles hörten sie nicht. Und sie hörten auch nicht, dass Jesus sagte, ich bin der Herr, dein Arzt. Und sagt, kommt zu mir alle, die ihr mühselig seid und beladen. Sie kamen eben nicht und blieben weiterhin krank und sie blieben weiterhin unfrei. Und wer hat da jetzt den größeren Schaden? Jesus? Ich glaube nicht. Glücklicherweise, liebe Gemeinde, ist Gott eben nicht wie wir Menschen. Gott sagt eben nicht, ach, die Menschen kenne ich doch. Wissen wir, hat von Anfang an nicht funktioniert. Ja, geht gar nicht. Ja, die waren schon immer so, ich brauche mir eigentlich auch gar keine Mühe geben mehr. Ja, habe es jetzt so lange probiert. Also jetzt habe ich sogar mit Jesus es nochmal 2000 Jahre probiert. Ja, sagt Gott alles nicht, weil Gott an uns glaubt. Das ist für mich immer wieder so eine spannende Sache, wenn es um Glauben geht. Ob ich an Gott glaube, ich zweifle oft. Das Schöne ist, dass Gott nicht zweifelt. Dass Gott an uns glaubt und daran glaubt, dass wir uns verändern können. Gott sagt eben nicht, ach der, das ist doch bloß der Sohn vom Schullehrer aus Schwabsberg von der Ostalb, was wird der schon Prediger kennen? Ja? Sondern Gott sagt, hier, probiere es. Vielleicht erreichst du die Menschen mit deiner Sprache. Und Gott sagt, ich will dir den Heiligen Geist schicken, der nicht so sehr in deinen Worten wirkt, sondern in den Herzen derer, die zuhören. Gott kommt und bietet immer wieder an, dass wir uns verändern dürfen. Dass wir erklärt bekommen, dass wir erfahren, dass sich etwas verändert. Gott sieht uns halt nicht einfach nur als saufende, grölende Fußballfans, auch wenn wir uns manchmal so verhalten in unserem Leben, sondern Gott sieht uns mit den Augen der Liebe. Und Gott begegnet uns vorurteilsfrei. Und dann passieren die Dinge. Dann passieren die Dinge, die sich verändern. Und deswegen war die Lesung, die erste Lesung, so wichtig, die wir gelesen haben. Dieser Psalm Nummer 30, der nämlich ganz viel von Veränderung erzählt. Denn der Psalmist, der weiß es. Gott ist größer als all das, wo wir glauben, wir sind ganz festgefahren. Dieser Psalmist weiß, Gott ist offen, da ist Offenheit da. Da ist Offenheit da für Gott, die uns verändert. Und deswegen kann dieser Psalm auch ganz frech sagen, du hast mein Klagen in Tanzen verwandelt. Also was ist das für eine Aussage? Das Klagen, dass dieses, ich bin ganz am Boden zerstört, ich komme keinen Schritt weiter, hat Gott in Tanzen verwandelt. Also, wart ihr schon mal in dieser Situation, wo es so richtig, richtig, richtig scheiße war? Also, ich glaube, ihr habt alle Idee da davor, wo nur noch Klagen da war. Und da sagt dieser Psalmist, du hast meinen Klagen in Tanzen verwandelt. Das ist aber etwas, eben, was man im Klagen selber gar nicht sehen kann. Was aus Gott herauskommt, wenn wir uns offen lassen, dann kann es passieren. Eigentlich würden wir Menschen ja sagen, aus meinem Klagen komme ich nicht mehr raus. Klagen ist Klagen und nichts anderes. Besonders wenn wir im Klagen drinstecken, dann können wir auch kein Tanzen sehen. Das ist unser menschliches Wissen, Klagen ist scheiße. Und da kommt man also schnell nicht mehr raus. Gott kann aber auch die Dinge tun, die wir für unmöglich halten. Weil Gott kann sich alles Mögliche tun, durch Gottes Tun. Weil Gott die Dinge verändern kann. Wenn wir es zulassen. Wenn wir nicht sagen, wir stecken uns selber in eine Schublade, schließen zu und behalten den Schlüssel fest bei uns. Dass keiner diese Schublade mehr aufkriegt und uns rausholt. Wenn wir uns nicht mit unseren Vorurteilen Gott entziehen, weil wir schon von vornherein besser wissen, dass es sich gar nicht verändern kann. Ihr merkt, es geht mir gar nicht darum, dass ich sage, wenn wir jetzt Vorurteile gegen Fußballfans oder Flüchtlinge oder Vegetarier oder... Ihr könnt die Liste aufmachen, wie ihr wollt.
Es geht mir gar nicht darum, dass wir damit den Menschen Unrecht tun. Das stimmt auch. Aber das Eigentliche ist, wir engen uns selber ein, dass wir es gar nicht merken. Und ihr könnt dann, wenn ihr euch selber überlegt, was sind die Vorurteile, die ich habe, dann könnt ihr jedes Mal wieder eine neue Version finden, wo ich mich öffnen kann, wenn ich dieses Vorurteil ablege. Vegetarisches Essen. Also Vegetarier, ja blöd. Ja? Vegetarier ist doof. Das ist so ein Vorurteil. Ja, dann probiere gar nichts Vegetarisches. Und merke gar nicht, dass es vielleicht sogar ganz gut ist und gesund und lecker. Ja? Wenn ich von vornherein schon weiß, Fußball ist doof und Fußballfans sind doof, dann werde ich nie erleben, wie es vielleicht schön ist, schon mal in so einer Gemeinschaft einen Sieg zu feiern. Ja? Wenn ihr merkt, ich könnte diese Liste ewig weiterführen. Wenn wir uns öffnen und über unsere eigenen Vorurteile hinausblicken, dann passiert was. Dann kann das passieren, was in so einem Psalm passiert. Und das, was eigentlich Jesus will. Und wo er in der Synagoge bei den meisten gescheitert ist, in dieser Synagoge bei ihm daheim. Und deswegen will ich diese Predigt jetzt auch nochmal mit diesem Psalm enden. Und zwar nicht in der Sprache von Martin Luther, sondern in einer neueren Sprache. Das ist mein Klagen in Tanzen verwandelt. Aus meinen Trauertränen hast du Freudentränen gemacht. Aus meinem Lachen, aus meinem Weinen wurde Lachen und aus meinem Stöhnen Freudenruf. Ich lag in Lähmung, konnte mich nicht rühren, doch durch dich, Gott, kann ich gehen und springen und tanzen und lieben und tun. Und das Schwarz meiner Trauerkleider hast du bunt gemacht mit den Farben des Lebens. Amen.